Es war einmal ein Mädchen. Und sie hatte so schöne und lange Haare, dass jeder, der sie sah, ihre Augen nicht abwenden konnte. Die Stränge waren so leicht, nur golden. Deshalb nannten sie sie Goldlöckchen. Bei aller Schönheit war sie ein sehr ungezogenes kleines Mädchen. Mama erlaubte ihr immer, in den Hof zu gehen, befahl ihr jedoch, nicht in den Wald hinter ihrem Haus zu gehen. Goldlöckchen waren sehr interessiert zu wissen, was in diesem Wald ist. Und so, während Mutter nicht sah, verließ sie irgendwie das Haus in den Wald. Das Mädchen ging lange im Wald spazieren. Entweder findet er eine Beere, schaut sich dann eine schöne Blume an und hört dann zu, wie die Vögel singen. Also hat sie sich im Wald verlaufen. Und plötzlich sah sie ein ungewöhnliches Haus auf einer Lichtung. Goldlöckchen näherten sich ihm leise. Ich ging herum, sah aber niemanden. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann klopfte sie heftiger und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen traten vorsichtig ein. In diesem Haus lebten drei Bären. Ein Bär war Vater, groß und zottelig. Der andere war eine Bärenmutter. Es war kleiner. Der dritte war ein kleines Bärenjunges. Die Bären waren nicht zu Hause, weil sie im Wald spazieren gegangen waren. Das Mädchen betrat den Raum und sah drei Schalen Brei auf dem Tisch. Die erste Schüssel, die größte, war der Papa-Bär. Die zweite Schüssel, die kleinere, war der Mutterbär. Und die dritte, die kleinste, war das Bärenjunges. In der Nähe jeder Schüssel lag ein Löffel, groß, mittel und klein. Goldlöckchen waren so hungrig, dass sie zuerst aus einer großen Schüssel essen wollte. Sie nahm den größten Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu heiß. Dann nahm sie einen mittleren Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu kalt. Schließlich nahm sie einen kleinen Löffel und probierte den Brei aus der kleinen Schüssel. Dieser Brei war weder heiß noch kalt, genau richtig. Und Goldlöckchen aßen den ganzen Brei aus der kleinen Schüssel. Nach dem Essen wollte das Mädchen sitzen und sah drei Stühle in der Nähe des Ofens, einen großen, einen kleineren und einen dritten, sehr kleinen, mit einem kleinen roten Kissen. Zuerst versuchte sie, auf den größten Stuhl zu klettern, konnte es aber nicht. Dann versuchte das Mädchen, sich auf den mittleren Stuhl zu setzen, aber es war sehr schwer und unangenehm. Schließlich setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl und es war genau richtig für sie. Goldlöckchen mochten den Stuhl so sehr, dass sie anfing, darauf zu schwingen. Der Stuhl knackte, brach und sie fiel zu Boden. Das Mädchen stand auf und ging in ein anderes Zimmer. Es gab drei Betten, groß, mittel und klein. Zuerst kletterten Goldlöckchen auf das erste Bett, aber es war zu hoch und zu hart. Ich legte mich auf die mittlere, sie war zu geräumig und weich. Das Mädchen legte sich auf das dritte, kleinste Bett. Sie war genau richtig für sie. Goldlöckchen fühlten sich so wohl und gemütlich, dass sie schnell einschlief. Das Mädchen schlief tief und fest, als die Bärenfamilie nach Hause zurückkehrte. Die Bären wurden sehr hungrig und gingen sofort zum Tisch. Als Papa Bär seine Schüssel sah, wurde er wirklich wütend. Jemand hat meinen Brei gegessen. Er knurrte. Die Bärin schaute auch in ihre Schüssel und knurrte weniger laut. Jemand hat auch aus meiner Schüssel gegessen. Und das Bärenjunges, das seine leere Schüssel sah, rief laut, jemand hat nicht nur aus meiner Schüssel gegessen, er hat meinen ganzen Brei gegessen. Die Bären rochen, dass etwas nicht stimmte, verließen den Tisch und begannen sich umzusehen. Papa Bär bemerkte, dass jemand seinen Stuhl bewegte und knurrte mit schrecklicher Stimme, jemand saß auf meinem Stuhl. Die Bärenmutter schaute auf ihren Stuhl und beschwerte sich, jemand saß auf meinem Stuhl und schob ihn von seinem Platz weg. Und dann schaute der Bär auf seinen kaputten Stuhl und rief erneut laut, jemand hat nicht nur auf meinem Stuhl gesessen, sondern ihn kaputt gemacht. Alle drei Bären gingen vorsichtig ins Schlafzimmer. Jemand lag auf meinem Bett und zerknitterte es. Papa Bär brüllte mit schrecklicher Stimme. Und jemand lag auch auf meinem Bett und zerknitterte es, knurrte die Bärenmutter.
Der Teddybär schaute auf sein Bett und rief erneut, jemand lag auch auf meinem Bett. Und dann sah er das Mädchen und quietschte mit dünner Stimme und schläft immer noch in ihr. Vater und Mutterbären gingen zum Bett und sahen, dass ein kleines Mädchen dort schlief. Goldlöckchen erwachten aus dem Schrei eines Bärenjungen und waren sehr verängstigt. Drei Bären standen vor ihr. Sie sprang sofort aus dem Haus und rannte, wohin auch immer ihre Augen schauten, ohne sich umzusehen. Das Mädchen rannte lange, sie war sehr müde und dann sah sie ihre Mutter, die im Wald nach ihrer vermissten Tochter suchte. Seitdem hörte Goldlöckchen immer auf ihre Mutter und tat nichts ohne ihre Erlaubnis. Sie wurde ein sehr gehorsames, freundliches und gutes Mädchen. In einer großen Stadt lebten zwei arme Kinder in der Nachbarschaft, Kai und Gerda, die sich wie Bruder und Schwester liebten. Die Eltern erlaubten ihnen, auf dem Dach miteinander zu gehen und sich auf eine Bank unter den Rosen zu setzen. In der warmen Jahreszeit verbrachten sie ihre ganze Zeit hier, um verschiedene Spiele zu erfinden, und im Winter saßen sie gerne am warmen Herd und hörten erstaunliche Geschichten, die ihre Großmutter ihnen oft erzählte. Als die Kinder einmal ein Bilderbuch betrachteten, spürte Kai, wie ihm etwas in Auge und Herz stach. Dies waren die Fragmente des Spiegels der mächtigen Dame, der Schneekönigin. Seitdem hat sich das Verhalten des Jungen dramatisch verändert. Er wurde wütend, unhöflich und grausam. Eines Tages ging Kai rodeln und kehrte nie zurück. Als Gerda von Kais Verschwinden erfuhr, weinte sie lange. Aber sie war sich sicher, dass Kai am Leben war, also beschloss sie, ihn zu suchen. Lange Zeit ging Gerda durch die Wälder, durch die Felder, und dann stieß sie auf ein wundervolles Haus, das in Blumen begraben war. Die Gastgeberin kam zu ihr heraus, es war eine alte, alte Zauberin in einem großen Strohhut. Die alte Frau mochte Gerda sehr, und deshalb wertzauberte sie das arme Mädchen und ließ sie für immer bei sich. Gerda vergaß den Zweck ihrer Reise und verbrachte viel Zeit damit, im wunderschönen Garten der gastfreundlichen Gastgeberin zu spielen. Einmal sah sie versehentlich eine Rose und erinnerte sich an Kai. Als sie sofort von der Magie aufwachte, ging sie auf die Straße. Unterwegs traf Gerda einen großen klugen Raben. Er erzählte dem Mädchen, dass er eine Prinzessin kenne, die gleich heiraten werde, und ihr Verlobter sah Kai sehr ähnlich. Der Rabe stimmte zu, Gerda zu ihm zu bringen. Im Palast gelang es Gerda, den zukünftigen Prinzen zu sehen. Leider war es nicht Kai. Nachdem die Prinzessin die traurige Geschichte des Mädchens gehört hatte, überreichte sie ihr einen goldenen Wagen mit einem Kutscher und Dienern sowie Schuhe, einen Muff und ein wundervolles Kleid. Und Gerda machte sich auf den Weg. Im dunklen Wald fiel der funkelnde Wagen sofort den Räubern auf, die ihn sofort angriffen. Der Räuber nahm Gerda gefangen. Sie brachte Gerda zum Räuberschloss, um ihre Menagerie zu zeigen, die Waldtauben und Rentiere aus Warland enthielt. Als der Räuber die Geschichte ihrer Gefangenen hörte, hatte er Mitleid mit ihr und ließ sie mit dem Rentier auf der Suche nach Kai gehen. Das Rentier brachte das Mädchen zu der alten Frau aus Warland, die das erschöpfte Mädchen erwärmte und fütterte. Sie schrieb ein paar Worte über den getrockneten Kabeljau an ihre Freundin Finn, die in der Nähe des Palastes der Schneekönigin wohnte und darum bat, dem Mädchen zu helfen. Sie erklärte Gerda, dass der Grund für Kais schlechtes Benehmen die Fragmente des Spiegels waren, die sein Herz und seine Augen trafen, und er würde niemals derselbe sein, wenn das Eis nicht durch die Kraft eines warmen, liebenden Herzens geschmolzen würde. Zum Palast der Schneekönigin ging Gerda allein, niemand wagte es, sich dem Haus der mächtigen Dame zu nähern. Sie war sehr kalt und verängstigt. Gerda fand sich im Schloss wieder und war überrascht, wie kalt, verlassen und tot er war. Bald bemerkte sie Kai, der völlig blau wurde und vor Kälte fast geschwärzt war. Der Junge saß in einer Ecke und versuchte, das Wort Ewigkeit aus den Eisschollen zu ziehen,
weil er in diesem Fall die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe als Geschenk von der Schneekönigin erhalten hätte. Gerda eilte zu Kai, umarmte ihn fest und weinte. Mit ihren heißen Tränen schmolz sie den Splitter, der im Herzen des Jungen steckte. Nachdem er aufgenommen hatte, fing auch Kai an zu weinen und die zweite Scherbe floss zusammen mit Tränen aus seinen Augen. Wie glücklich sie waren, sich zu sehen. Aber es gab keine Zeit für Freude. Sie mussten den Eispalast verlassen, bevor die Schneekönigin zurückkehrte. Als Kai und Gerda endlich das Königreich der Schneekönigin verließen, eilten sie nach Hause. Auf dem Rückweg trafen sie alle Freunde, die Gerda bei ihrer Suche halfen. Zu Hause warteten ihre blühenden Lieblingsrosen auf sie, und alles, was passierte, wurde von ihnen bald vergessen, wie ein schwerer Traum.